moon so high, nowhere to go down from here. Er ist schon eine verdammt coole Socke, muss man einfach eingestehen. Wishing that you were near, then it all came crashing down. Hollywood-Legende Kevin Costner als cooler Rock'n'Roller. Und so waren im Offenbacher Kapitol auffallend viele Frauen zu Gast. Mit seiner Band Modern West tourt er durch Europa. Wir treffen den Hollywood-Star am Rande seiner Show. Und er erklärt uns, warum man mit 56 noch den Rockmusiker geben muss. Wir haben das nicht gestartet, um berühmt zu werden. Ich habe immer neben der Schauspielerei ein bisschen Musik gemacht, aber nicht, um auf Tour zu gehen. Und als ich mal mit einer Band gespielt habe, hieß es plötzlich, warum geht ihr nicht auf Tour? Und dann ging es irgendwann los. Und es macht mich glücklich. Ich liebe es, rauszugehen und vor Leuten zu spielen, die mich natürlich meistens aus meinen Filmen kennen und die Musik mögen. Das ist etwas ganz Besonderes für mich. It's a really special thing for me to come. Das mache ihn glücklich, betont er, und weil er viel Glück im Leben gehabt habe, könne er sich den Rock'n'Roll-Wunsch einfach erfüllen. Natürlich will Costner auch hier gut sein, und deshalb hat er sich eine Handvoll Spitzenmusiker an seine Seite geholt. Geht es darum, diese Leidenschaft auszuleben. Was ich im Leben auch mache, hat mit Leidenschaft zu tun. Ich habe immer versucht, immer nur das zu machen, was ich wirklich machen wollte. Da sind so viele Dinge im Leben, auf die du Acht geben musst, für die du Verantwortung trägst. Ich bin wirklich glücklich mit dem, was ich jetzt mache. Sein privates Glück hat er bei Ehefrau Nummer 3, Christine Baumgartner, gefunden. Beide haben zwei kleine Kinder und die Hamburgerin fördert sein Bandprojekt von Beginn an. Für die Familie hatte sich der Hollywood-Star eine 3-jährige Auszeit gegönnt. Nun arbeitet er auch wieder an einem neuen Film, parallel zur Rock'n'Roll-Tour. Und Herr Costner, was macht mehr Spaß? What is more fun, acting or playing music? Music. Zackig beantwortet, also schnell noch ein paar Blitzfragen hinterher. Als Gitarrist, ihr Held Eric Clapton oder Jimi Hendrix? I prefer Clapton. Und noch was Politisches, Anhänger von Bush oder Obama? I prefer Barack Obama. Und noch eine Lebensstilfrage, Bier oder Marihuana? Marihuana. What's that? Bier oder Marihuana? Marihuana. So, Costner kifft, aber nicht in Offenbach. Wir haben jedenfalls nichts gerochen. 90 Minuten spielt der Kalifornier seinen Southern Rock. Weil er im Herzen ein Rocker ist, lässt es zwischendurch auch mal krachen. I'm broke. Und er hinterlässt glückliche Fans, vor allem bei den Frauen. Es war unbeschreiblich heute Abend. Also ja, mir fehlen noch immer noch die Worte. Weil er Hollywood-Star ist oder weil er ein genialer Musiker ist? Weil er super aussieht. Kevin Costner ist Kevin Costner. Er ist ein toller Mann, er sieht toll aus, er macht tolle Musik. Ich war heute das erste Mal da, aber super. Und so zieht's den schönen Rock'n'Roller weiter durch die Welt. Dänemark und Schweden freuen sich auf den Hollywood-Bow. Und dann geht's nochmal nach München. Dort gibt's die letzte Chance, dem coolen Kevin in Deutschland ganz nah zu sein.